Ich hatte ja eben bei einem vorigen Vortrag schon mal darüber gesprochen, dass es die Mapper verschiedener Städte versucht haben, in die sogenannte Hall of Fame reinzukommen, indem sie sämtliche Straßen und später dann sämtliche Adressen ihrer Stadt gemappt hatten. Und dass es diese Hall of Fame gibt, dafür steht der Mann, der hier neben mir steht. Und der wird uns jetzt erzählen, wie weit das Ganze fortgeschritten ist. Viel Spaß beim Vortrag von Dietmar Seifert. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Dietmar Seifert. Ich betreue den RegiOSM, die E-Server. Seit ungefähr 2012 habe ich dort angefangen mit Straßenlistenauswertungen, die auch weiterhin laufen, und biete seit 2013 auch Hausnummernlistenauswertungen an. Wozu habe ich die ganzen Auswertungen gemacht? Es gab schon Vorgänger für die Straßenauswertungen. Es geht immer darum, dass wir möglichst objektiv herausfinden, wie gut sind wir in OSM, was haben wir schon drin von dem, was offiziell existieren sollte. Und wir können mit Soll-Ist-Vergleichen den Mappern halt eine Motivation geben, halt auch schneller noch zu erfassen. Außerdem damals schon bei den Straßenlisten, aber jetzt noch vermehrt eventuell bei den Hausnummern, gibt es einfach auch Hinweise darauf, dass wir Fehler finden, die auch in den Gemeindelisten vorkommen, und wir Feedback geben und dieser Feedback auch angenommen wird von den Gemeinden. Die Hausnummern werden in Deutschland von den Gemeinden vergeben, werden dann bei der Landesvermessung eines Landes quasi gesammelt, zum Teil aber auch dort nochmal erfasst und werden dann noch hochgetragen zu einer ATV Online, die das einfach deutschlandweit vertreibt. Und ab der LVA-Ebene, also Bundeslandebene in Deutschland, sind die Daten quasi nicht mehr frei. Die Landesvermessungsämter haben gesetzliche Regeln und dürfen diese Daten einfach nicht ohne Kosten rausgeben. Die müssen sich refinanzieren. Deswegen haben wir dort noch eine große Hürde in Deutschland. Das heißt, die einzelnen Mapper fragen bei Gemeinden nach, möglichst auch ortsnah, und kriegen dann vielleicht auch Feedback, bekommen die Listen für uns zum Abgleich und wir können die dann importieren. Manche fragen auch bei Kreisen nach. In NRW hat das dann auch, war das sehr erfolgreich. Da wurden mehrere Kreise angefragt und da hat der Kreis das in einem internen, in einer Gesprächsrunde besprochen und alle Gemeinden aufgefordert, die Listen zu geben. Städte, die eigene Geo-Ämter haben oder Geo-Abteilungen haben, haben dann wieder alle Rechte auf den Daten, die dann nicht mehr bei der LVA liegen. Und die können auch die Daten rausgeben. Das zählt nicht für kleine Gemeinden, weil die machen da einen großen Aufwand. Die geben das, die Arbeit ab, aber die Städte können dort quasi wirklich Listen rausgeben. Wir haben auch vereinzelt Städte, die Geo-Koordinaten rausgegeben haben. Aber das kommt selten vor. Und darüber hinaus gibt es noch Großstädte, Hamburg, Bremen, Köln, die richtige Open-Data-Portale gemacht haben, die mindestens mal CCBYSA-Share-like haben, die wir also für den Abgleich nehmen können und zum Teil auch importieren können, wenn sie uns extra noch eine Freigabe erteilt haben oder sie so offen waren, dass wir sie direkt nutzen können, OSM. Insgesamt haben wir in Deutschland 521 Gemeindelisten drin von 11.000, also nicht viel, aber es sind halt viele Großstädte drin. Von den Top 10 der Großstädte Deutschlands fehlt nur Stuttgart momentan. Und wir haben in Sachsen das einzige Bundesland, was quasi schon mal landesweit eine Hausnummerliste bereitgestellt hat, die aber eine deutsche Datenlizenz.de Namensnennung 2.0 hat. Und das ist nicht kompatibel mit OSM. Das heißt, wir können die Koordinaten, die damit vorhanden sind, nicht importieren. Ich kann sie aber zum Vergleich dazu nehmen, zum Abgleichen. Und in Nordrhein-Westfalen hat der User Survive, OSM User Survive, viele von den Kreisen angefragt und hat dort immerhin von 63 Gemeinden die Listen bekommen. Ansonsten relativ schnell abfallend. Es liegt immer an den einzelnen Mappern für ihr Gebiet halt bei den Gemeinden nachzufragen nach einer Hausnummernliste, die für den Abgleich möglich ist. Sollte auch kein Problem sein, aber das örtliche Anfragen ist sehr wichtig. Das ist der Hausnummernstand jetzt vom 1.7. Wir haben insgesamt jetzt 50,8% in Deutschland von allen Adressen drin. Das heißt, wir haben offiziell eigentlich 21,21 Millionen. Ich momentan auswertbar 21,168 Millionen, die offiziell vorhanden sind. Davon haben wir 10,7 Millionen jetzt in OSM drin. Und wir sehen halt, dass natürlich halt Berlin als Stadt, wo importiert wurde, halt fast komplett drin ist.
Und ansonsten auch als Flächenland Nordrhein-Westfalen, Bad Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern ziemlich weit vorne sind, weil dort halt spezielle Unterstützungen für uns auch vorhanden sind. Und Richtung Flächenland, mehr ländlich bezogen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, da fallen halt die Zahlen ab, weil da auf dem freien Land einfach weniger OSM-Mapper unterwegs sind. Das ist jetzt der Verlauf, wie sich das in den letzten 2 Jahren entwickelt hat. Der Peak oder der Sprung beginnt 2016 liegt daran, dass ich dort einige Gemeinden gefunden habe, die ich vorher nicht ausgewertet habe. Insofern war der Anstieg ist der eher linear und da fehlte vorher halt was. Momentan sind wir aber mit fast allen Gemeinden, die ich auswerten kann, vertreten. Und wir sehen halt, dass einfach Nordrhein-Westfalen halt bei knapp 80% liegt, weil wir dort offiziell von einem frei zugänglichen NRW-Atlas die Hausnummern abmalen können und können sie sofort in OpenStreetMap importieren, während halt einfach in normalen Bundesländern so 20%, 30%, 35% vorhanden sind, wenn die Leute einfach wirklich vor Ort laufen müssen. Die Bundesländer, die halt die kleineren, habe ich jetzt hier auf der Seite zusammengefasst, weil die generell schwächer abgedeckt sind. Und wir sehen dann auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern wieder, dass die angestiegen sind, weil auch dort neben Baden-Württemberg diese drei NRW, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern haben solche bereitgestellten Layer, damit wir Hausnummern direkt erfassen können. Wir sind aber im Prinzip schon überall mal bei 25% bundeslandweit. Das heißt, das ist schon nicht so schlecht, weil das sind ja auch wirklich immer sehr große ländliche Gebiete dabei. Hier von den letzten 12 Monaten links mal nach absolutem Zuwachs, wie es passiert ist, wie viele Ausnahmen sind hinzugekommen. Und auf der rechten Spalte der relative Zuwachs, nicht innerhalb des Bundeslandes 21% dazu bei Baden-Württemberg, sondern in der Abdeckung von vorher x%, 21% mehr dazu in Richtung 100%. Man sieht einfach auf der rechten Seite beim relativen Zuwachs, dass dort halt wieder die Bundesländer natürlich vertreten sind, wo die Leute Couchmapping betreiben können und können von sich aus zu Hause bequem halt die Hausnummern erfassen. Was aber nicht gut ist aus meiner Sicht, weil dann einfach die Unterschiede zwischen dem, wie es sein sollte gemäß der offiziellen Websites und dem, wie es vor Ort ist, einfach nicht gefunden wird. Der Unterschied muss nicht groß sein, aber es gibt einfach Unterschiede. Wir sind in Augsburg rumgelaufen und haben jetzt 98% erfasst. Wir finden 1% nicht mehr und wir haben auch 1% mehr drin. Mehr nicht, aber Unterschiede drin. Das heißt, mindestens mal so 1,5-2% wird man einfach vor Ort nicht so vorfinden, wie es einfach sein sollte. Die sind halt noch zu klären. Ich habe dann, weil ich nur diese 500 Listen habe von Deutschland bei 11.000 Gemeinden, habe ich eine theoretische Auswertung gemacht. Das heißt, ich habe diese Listen, die ich habe, dazu habe ich die Einwohneranzahl gewusst und habe dann versucht, diese nach ländlich, mittelstädtisch und städtisch abzugrenzen und habe dann Formeln erzeugt, wie viele Einwohner teilen sich quasi eine Hausnummer und habe das dann hochgerechnet für ganz Deutschland, für alle Gemeinden. Und mache dann monatlich einmal neben den normalen Auswertungen für die Listen, die wir haben, die kommen 1-2 Mal in der Woche, mache ich einmal im Monat noch eine monatliche theoretische Auswertung, wo man einfach auch sieht, was sich halt im ganzen Bundesland, ganzen Bundesgebiet halt verändert hat. Das gibt es dann einmal als Kartenübersicht und auch noch in der Tabelle, wo dann gerankt wird, welche Gemeinden sich wie fortbewegt haben. Hausnummern in Österreich. Es gibt landesweit eine bereitgestellte Liste. Und der Sonderfall für Tirol ist, dass dort die Liste auch Koordinaten hatte, die wir importieren durften. Für das ganze Land gibt es auch Koordinaten, die aber nicht ausreichend sind, um sie quasi in OSM direkt zu importieren, die ich für den Abgleich aber nehmen kann. Deswegen ist auch Tirol einsamer Spitzenreiter mit 92,8%, weil dort einfach auch importiert wurde. Das fällt dann halt einfach wieder ab in die anderen Bundesländer. Insgesamt ist in Österreich 37,9% Abdeckung vorhanden. Das Ganze sieht dann so aus.
Die weißen Flecken, die da sind, das sind noch 42 Gemeinden, die mir noch fehlen. Am Anfang gab es halt da noch große Probleme, dass ich die nicht alle gefunden habe, weil sehr oft Gemeinde als Name vorkam in der Gemeinde, in dem Polygon. Das wurde mittlerweile korrigiert und es war eben schon die Nachfrage bei Christas Vortrag wegen den Polygonen, weil die nicht stabil sind für die ganzen Gemeinden. Ich hole mir die Polygone nur relativ selten rein in meine Datenbank und behalte mir die und führe die immer aus und muss dann einfach einmal im Monat oder zu irgendwelchen Zyklen halt mal ein Update machen, damit ich halt eventuell noch fehlende Gemeinden bekomme und Polygone. Hier haben wir Salzburg. In Salzburg haben wir 98,1% aller Hausnummern vorhanden. Wir sehen ein paar Stadtteile drin, aber nur ganz wenige. Das liegt daran, dass halt entsprechend nur wenige Stadtbezirke momentan in Salzburg erfasst sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht verfügbar wären, aber momentan sind sie nicht drin. Ansonsten könnte die Auswertung halt einfach mehr stadtteilbezogen sein und würde halt mehr Unterschiede darstellen. Und wenn man in die Karte weiter reinzoomt, kommt man irgendwann auf die Straßenebene und sieht dann entsprechend in ganz weiß oder cremefarben, dass die 100% erledigt sind. Oder in rot, dass halt noch viele Hausnummern fehlen. Und je dicker das Rot ist, umso mehr Hausnummern fehlen dort. Momentan kann man auf der Ebene noch nicht draufklicken. Draußen auf die Übersicht kann man draufklicken. Hier kann man noch nicht auf die Straße draufklicken. Das will ich aber noch machen, dass man dort noch die fehlenden Hausnummern findet. Das ist die Auswerteseite. Wenn ich eine Gemeinde ausgewählt habe, habe dann rechts oben erstmal die Information, woher habe ich die Hausnummernliste bekommen, wie ist sie verwendbar, eventuell auch außerhalb des Systems. Und ich habe rechts ein paar Optionen, was ich halt hier noch machen kann. Unter anderem gibt es eine neue Funktion, wenn es für die Gemeinde Geokoordinaten gibt, wie in Sachsen oder wie in Österreich, dann kann ich die in OSM schon vorhandenen Hausnummern vergleichen mit den offiziellen Geokoordinaten. Und dann bekomme ich eine Liste aller Adressen, sortiert nach dem Unterschied zwischen der offiziellen Geokoordinate und der tatsächlichen Geokoordinate. Und sehe halt, dass einige Adressen wirklich 2-3 Kilometer auseinander liegen, von dem, wo sie eigentlich sein sollten. Das ist dann bei der Blumerstraße eventuell ein echter Fehler. Eichelstraße war es so, dass die sowohl innerhalb Salzburg existiert, wie auch direkt am Rand und das Stadtpolygon durch die Häuser von der Eichelstraße gehen außen, wo entweder das Polygon nicht richtig ist oder aber meine Auswertung einfach wegen dem Polygon die Eichelstraße zweimal findet und hat dann die äußere genommen. Moserstraße 42 ist anscheinend ein echter Fehler. Habe ich jetzt nicht angezeigt. Aber die Moserstraße 42 könnte, nein, könnte noch kommen. Dann machen wir jetzt mal die hier. Augustinergasse 9a hat 181 Meter Unterschied zwischen Soll und Ist. Und da ist es so, ich habe jetzt hier eventuell keinen Cursor. Das rechts oben, die gelbe Position, die in USM vorhanden ist, und die blaue ist die Soll-Position. Danke. Man kann dann weiter reinzoomen. Man sieht dann eigentlich in USM, dass man hier die 3 hat und hier im Prinzip die 9, die 7 und die 9 kommt. Das heißt, die ist da in USM einfach in dem Moment verkehrt. Und wenn man dann in die tabellarische Darstellung reinguckt, dann sieht man auch, dass es noch die 5 und die 5a fehlen. Das heißt, man kann einfach dann auch mal nachgucken, welche fehlen noch. Und ich finde einfach raus, das muss die 5 und die 5a da sein. Ich konnte hier entsprechend, wenn ich hier draufklicke auf Karte, den Kartenausschnitt angucken. Oder ich kann dann JSON öffnen und kriege dann die zwei Werte soll und ist quasi in JSON reingezogen und kann halt gucken, wo sind die Unterschiede. Ich habe noch über Deutschland hinaus habe ich noch Listen gezogen. Es gibt quasi für Polen, für Estland, Österreich, Niederlande, für Halbelgien offizielle Hausnummernlisten landesweit. Für Großbritannien, Irland definitiv nicht. Es gibt dann noch welche, die halt ein bisschen verfügbar sind, zum Beispiel Frankreich. Da gibt es einen ganz komischen Datensatz, der heißt Banno.
wo OSM-Daten und offizielle Daten vermischt sind und dann veröffentlicht werden dürfen. Aber der nur offizielle Datensatz von Frankreich darf nicht veröffentlicht werden. Also ich kann nur einen Mischdatensatz bekommen. Spanien hat irgendwelchen Datensatz, aber ist noch nicht ganz klar welchen. Das Problem ist halt immer da, dass ich erstmal nachgucken muss, eventuell in der Landessprache versuchen müsste, die Lizenzen zu lesen. Das kann ich nicht. Da versuche ich einfach irgendwie einen Landesansprechpartner zu finden, der mir einfach hilft dabei. Ich habe halt von diesen Ländern halt die landesweiten Listen reingenommen. Besonders viele sind dann halt Niederlande mit 7,4 Millionen oder 7,8 Millionen und Polen mit 4,8 Millionen. Und dann noch welche mit teilweise. Belgien ist quasi der Flandern-Teil, wurde veröffentlicht, aber nicht der andere. Wallonen nicht. Island nur eine kleine Anzahl von Adressen. In Italien zwei Regionen und in der Schweiz einige Kantone vom Simon Pol geholt. Das Ganze sieht dann momentan so aus, also relativ mal gut, mal schlecht. Zum Beispiel Belgien, die machen einfach immer noch einen Import straßenweise, wird sie also langsam fortsetzen. Niederlande wurde komplett importiert, 98%. Und Polen halt knapp über 70%. Österreich sieht man entsprechend wieder, Tirol komplett eigentlich gut, aber der Rest halt noch relativ weiter hinten. Eine ganz wichtige Webseite, auf die ich hinweisen möchte, ist die von Simon Pol, die QA-Pool.ch. Da kann man einfach hingehen als Qualitätssicherungswebseite und sieht dort, welche Straßen fehlen mir noch weltweit, also Straßennamen in einer Gemeinde oder in meinem Fall, welche Hausnummern gibt es schon und welche fehlen noch. Das heißt, die Gebäude, die da sind, werden entsprechend markiert in Rot oder in Grün für vorhanden und nicht vorhanden. Ich male mir dann quasi in meiner Gemeinde, wo noch Hausnummern fehlen, die Gebäude fehlen, erstmal die Gebäude und gehe dann nach ein, zwei Stunden raus mit dem Ausdruck, wo nur die noch nicht vorhandenen Gebäude ohne Adresse sind, laufe mit denen raus und erfasse dann da einfach die Hausnummern und habe da einfach auch ohne irgendeine Liste eine gute Möglichkeit, schon mal in meiner Gemeinde was zu machen. Man kann bei der Gelegenheit, wenn ich will, auch noch die Gebäudeart noch ein bisschen verfeinern, indem ich einfach noch Scheunen und einfach Hütten und sowas dazu tue. So sieht dann der Ausdruck aus. In grün alle Gebäude, die quasi schon halt Adressen haben, in rot nicht. Wobei ja auch, wenn nur ein Knoten einzeln rumliegt, um Gebäude außen rumliegt, er halt dann das Gebäude auch grün markiert. Das war soweit meine Ausführung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Ihnen. So, Fragen. Ich sehe hier vorne eine. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen wir viele Hausnummern in OSM haben. Muss dazu auch immer in Gebäude gemappt sein. Denn wenn ich unterwegs bin, gibt es eine App, dann laufe ich rum, kann sagen, das ist die Hausnummer, ist sehr praktisch, aber ich habe das Gebäude nicht dazu. Ist das okay oder sollte unbedingt ein Gebäude dabei sein? Nö, also es gibt ja keine Vorgabe, was Sie machen müssen. Und wenn da kein Gebäude gemalt wurde und Sie machen die Adresse, dann machen Sie nur die Adresse hin. Wenn Sie dann die Möglichkeit haben, das relativ gut zu positionieren, weil Sie das Luftbild dann eventuell sogar sehen, wäre es gut. Ansonsten aber einfach in der Nähe halt der Straße und der Mapper, der halt dann Gebäude malt, wird entweder das integrieren oder auch nicht. Das ist dann seine Sache wieder, wie er es macht. Wenn ich so mache, ich würde dann die integrieren. Hätte natürlich den kleinen Verlust, dass sie nicht mehr als der Urheber von der Adresse zu sehen wären, aber ich würde es quasi lieber integrieren. Aber es gibt auch andere Mapper, die einfach den Knoten immer lassen und im Gebäude einfach stehen lassen. Also beides geht, aber jede Adresse, die drin ist, ob mit oder ohne Umriss, ist mir total egal, ist schon mal drin. Weitere Fragen aus dem Plenum? Ich hätte eine Frage zu Abkürzungen von Straßennamen. In Österreich ist das zum Beispiel so, dass viele Straßennamen in der offiziellen Liste abgekürzt sind mit STR-Punkt oder auch bei
Personennamen und in OpenStreetMap sollte man die ja nicht abgekürzt eintragen, sondern eben ausgeschrieben. Machst du da was, dass hier die Abkürzungen so ausgewertet werden, dass die zusammenpassen mit dem, was drin ist, oder wird das einfach so gematcht wie Name ist in OSM so und in der offiziellen Liste so, passt zusammen, passt nicht? Bei größeren Listen mache ich dann erstmal eine Normierung. Das heißt, ich schreibe die aus, aber schaue wirklich, dass das nur Straße ist und nicht noch eine andere Kombination. Lasse aber das schon sein mit Doktor, also Doktor sowieso, aber Professor je nachdem und Sankt je nachdem. Also bei landesweiten Listen mache ich eigentlich nur STR auf die Langschreibweise. Und bei anderen mache ich da eine Normierung. Ich gucke dann eventuell auch nach, dass ich die erstmal reintue, mache eine erste Auswertung und schaue, wie dann vor Ort das gemacht wurde und lasse dann eventuell die Schreibweise. Es gibt auch eine Gemeinde, Troisdorf, die mich geschimpft hat, weil ich einfach ihre Liste genommen habe und habe da ein paar Sachen korrigiert, weil ich dachte, die wären halt in der Schreibweise nicht richtig. Und die wollen das aber so haben, weil das so, verabschiedet wurde. Das ist die offizielle Schreibweise. Deswegen mache ich da heute nicht mehr so viele Anpassungen wie früher. Ich berücksichtige aber an der Straße, wenn dort der Official Name drauf ist oder dass einfach in dem ADDR Straße dann einfach die Schreibweise drin sein sollte, wie halt einfach möglichst die Straße wäre oder wie das in der Liste vorkommt. Also zum Teil überlasse ich es dann auch wieder den Mappern. Wenn man die tabellarische Auswertung macht, dann sieht man dann die verschiedenen Straßenschreibweisen. Dass dann die Straßenschreibweise mit SDR-Punkt kommt und dann die ausgeschriebene und hat dann null Treffer auf die offizielle, dann wäre es gut, wenn der Mapper sich entweder meldet bei mir und sagt, die offizielle soll anders sein oder er passt einfach dann das ATDR an von den betroffenen Hausnummern. Also man sieht zumindest optisch dann in der Auswertung schon mal, dass so Probleme auftreten. Hier in Salzburg mit Gästle oder Gästlein oder sowas, einmal mit SZ statt SS und sowas. Da gibt es auch Unterschiede. Weitere Fragen? Ja, ich hätte noch eine. Du sponserst ja auch die Hardware für das ganze Projekt. Was ist das ungefähr für ein technischer Aufwand? Das ist ja in der Zeit ganz schön gewachsen, ne? Mhm. Das ist einfach bei Hetzner für 49 Euro pro Monat halt ein Server, der halt momentan in der Kombination Straßenlistenauswertung und Hausnummerauswertung, ich sag mal so zu 60% ungefähr ausgelastet ist. Also ich könnte noch andere Länder hinzunehmen, muss aber noch ein paar Optimierungen machen, weil ich mittlerweile auch die Oberpass immer verwende für die Abfragen, statt früher eine lokale Datenbank. Roland, hat er noch keine großen Auswirkungen gesehen. Ich bringe ihm mit, dass ich das bin, als User Agent. Er sagt, ich kann noch weitermachen. Aber es ist schon so, dass ich halt ab und zu schweren Lastzeiten einfach dann keine Antworten mehr bekomme. Da muss ich noch was optimieren. Deswegen überlege ich auch, ob ich eventuell mal irgendwann eine eigene Overpass-Instanz bei mir aufsetze. Weil dann könnte ich auch noch mal da schneller abfragen. Das muss ich mal schauen. Aber es ist einfach, das Aufwendigste ist momentan einfach die Zeit, weil man pro Land wieder auf neue Situationen kommt. Polen hat eine Gemeindeebene 7 statt 8. Und aber auch nicht nur 7, sondern auch noch 8 und so. Und das ist also ganz schön schwierig, einfach da immer wieder das hinzukriegen zwischen soll und ist. Wie sieht es offiziell im Land aus und wie sieht es in OSM aus? Das Ganze zu matchen. Oder in Niederlande kann man die Straßennamen vergessen, die werden kreuz und quer gekürzt. Da ist aber die Kombination Postleitzahl mit Hausnummer ist eindeutig. Und das heißt, da wird das Matching so gemacht, was dann auch wieder okay ist. Aber das muss halt komplett dann wieder in dem berücksichtigt werden und so. Also das ist zeitlich aufwendig. Ansonsten, der Rechner könnte noch mehr vertragen. Aber ich bin immer noch ein bisschen am Optimieren, damit ich, bevor ich nochmal große Länder anpacke, dann auch wirklich Reserve habe. Super. Weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Gut, dann sehen wir uns in dem Saal hier um 11 Uhr wieder. Ich wünsche viel Spaß bei der Kaffeepause. Vielen Dank nochmal, Dietmar. Okay.